Ich überspringe jetzt ein paar, es sind wirklich viele, aber ich schaue mal, wer interessant sein könnten. Hier zum Beispiel. Es sind gerade die Christen, die das ursprünglich anders orientierte Volk der Juden zum Geldhandel gezwungen haben. Die Missetaten der Hochfinanz gliedern sich nicht in christliche und jüdische. Es ist unterschiedslos der Sieg des Mammonismus über die Menschenseele. Nicht die Juden sind zu bekämpfen, sondern die Machtmittel, die in jüdischen und christlichen Händen seit Jahrtausenden namenloses Unglück anrichten. Von Silvio Gesell. Wir werden eine Weltregierung haben, ob wir es wollen oder nicht. Die einzige Frage ist, ob die Weltregierung durch Eroberung oder durch Zustimmung der Menschen erreicht werden wird. Paul Warburg, Architekt des Federal Reserve Systems. Über ein Jahrhundert lang haben ideologische Extremisten von beiden Seiten des politischen Spektrums gut publizierte Ereignisse wahrgenommen, die Rockefeller-Familie für den übermäßigen Einfluss anzugreifen, den wir ihrer Meinung nach auf amerikanische politische und wirtschaftliche Institutionen ausüben. Manche glauben gar, wir seien Teil einer geheimen Kabale, die entgegen der besten Interessen der USA arbeitet. Charakterisieren mich und meine Familie als Internationalisten und Verschwörer, die gemeinsam mit anderen weltweit eine integrierte globale politische und wirtschaftliche Struktur schaffen. Die einheitliche Welt, wenn Sie so wollen. Wenn das die Anklage ist, dann bin ich schuldig und ich bin stolz darauf. David Rockefeller, US-Bankier und Politiker. Ich denke, dass Bankinstitute gefährlicher sind als stehende Armeen. Wenn die amerikanische Bevölkerung es zulässt, dass private Banken jemals ihre Währung herausgeben, dann werden die Banken und Konzerne, die so entstehen werden, das Volk seines gesamten Besitzes berauben, bis eines Tages ihre Kinder obdachlos auf dem Kontinent aufwachsen, den ihre Väter einst eroberten. Thomas Jefferson, 1743 bis 1826, dritter Präsident der USA, ist auch berühmt geworden durch die Aussage, I kill the bank. Was wir brauchen, ist der Schutz vor ruinösen Produkten, denn in Wirklichkeit sind die Banken eine riesige Mafia, die ganze Welt vergiftet haben mit diesen Produkten. Dr. Georg Haider, kurz vor seinem Ableben. Schaut jetzt noch interessant, das ist auch noch ganz spannend hier. Von einer unabhängigen Presse in Amerika kann nicht die Rede sein. Nicht ein einziger Mann unter Ihnen wagt es, seine ehrliche Meinung auszusprechen. Wir sind die Instrumente und Vasallen der Reichen hinter den Kulissen. Wir sind Marionetten. Jene Männer ziehen an den Fäden und wir tanzen. Unsere Zeit, unsere Talente, unser Leben und unsere Kräfte sind alle Eigentum jener Männer. Wir sind intellektuelle Huren. John Swinton, Herausgeber der New York Times. Einige Menschen denken, dass die Federal Reserve Banken Institutionen der US-Regierung sind. Es sind aber private Monopole, die das Volk dieser Vereinigten Staaten ausbeuten. In ihrem eigenen Interesse und in dem ihrer ausländischen Kunden, im Interesse von Spekulanten im In- und Ausland, im Interesse von reichen, räuberischen Geldverleihern. Louis McFadden, US-Kongressabgeordneter in den 30er Jahren. Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles, was wir brauchen, ist die richtige, allumfassende Krise und die Nationen werden in die neue Weltordnung einwilligen. David Rockefeller. Und so weiter und so weiter. Ich glaube, ich lasse es bleiben. Ich werde euch nicht mehr weiter langweilen. Ich habe allerdings noch rausgelesen, ein ganz spannender Artikel. Es ist ja teilweise sehr schwierig und auch sehr verschwungen, wem tatsächlich die Fed gehört. Aber man kann im Endeffekt, wenn man die vielen, vielen Beteiligungen, die dazwischen stecken und die vielen anonymen Juristen, folgende Familien ausfindig machen, die man einfach mal aussprechen sollte. Immerhin sind das die Familien, die das Geld produzieren, was die Reservewährung fast aller Länder auf dieser Erde sind. Familie Rothschild, die Familie Lazar, die Familie Kuhn-Löb, die Familie Israel Moses Seif und die Familie Rockefeller. Und ich komme jetzt zu einem ganz, ganz fantastischen Thema, einer Theorie, die entwickelt wurde von einem Wirtschaftswissenschaftler namens Silvio Gesell. Es handelt sich um das sogenannte Freigeld oder fließende Geld. Vielleicht hat der eine oder andere von euch sich damit schon mal beschäftigt.
Es ist im Prinzip eine dritte Möglichkeit. Es ist weder Kommunismus noch Kapitalismus. Es ist eine dritte Möglichkeit, die darauf basiert, dass wirklich freies Geld geschöpft wird, das eben nicht privat herausgegeben und gegen Zins wieder zurückbezahlt werden muss. Es gibt ganz, ganz wenige praktische Beispiele, in welchen tatsächlich dieses Freigeld zum Einsatz kam. Es wurde mit aller Macht bekämpft und auch in dem Beispiel, was ich jetzt gleich zeigen werde, passierte es nicht anders. Ich habe hier eine sehr einfache Leinwand aufgebaut. Bitte nicht ärgern, es ist wirklich sehr provisorisch, aber die Bilder, die da kommen, sind so einfach und so statisch, denen könnt ihr auch folgen. Es wird kein Problem sein. Es geht hier um das Experiment des sogenannten Freigeldes von Wörgl. Eine ganz, ganz spannende Geschichte in einer ganz, ganz schwierigen Zeit, 1932, 1933 in Wörgl, im schönen Tirol. Wirklich eine Zeit, in der es auch wirklich Hunger gab, also die Situation noch deutlich schlechter als heute und eine echte Wirtschaftskrise. Das heißt, die Wirtschaft kam nicht nach, die notwendigen Güter für die Bevölkerung zu produzieren. Und alles ging den Bach runter, bis auf dieses kleine Wörgl, dank einem aktiven Bürgermeister, Michael Unterguggenneder. Aber das verrät euch jetzt dieses Dokument selbst. Ich muss jetzt nur schauen, dass wir das hier einschalten. Ja. Einen schönen Gruß hier an die Internet-Community. Wir starten den Livestream neu. Bitte in einer Minute nochmal neu laden die Seite. Dankeschön, bis gleich. Hast du einen Zettel gerade geschaut oder was? Passt, okay, ich werde schon schaffen. Also, wir waren ja scheißegal. Passt. Ich wünsche dir schönen Abend. Okay. Ciao. Okay. Passt. Ja, okay. Der läuft schon. Kannst du ganz abnehmen. Bein hat schon funktioniert. Lebensjahr, nach Monaten schwerer Krankheit. Er starb am 19. Dezember 1936, im 52. Lebensjahr, nach Monaten schwerer Krankheit, an einem Lungenleiden. Bei der Trauerfeier spielte man diesen Marsch, den er selbst als noch junger Mann 1912 komponiert hatte. Ehrende Nachrufe erschienen in zahlreichen Zeitungen der ganzen Welt. Der amerikanische Dichter Ezra Pound widmete ihm bewundernde Anerkennung im Cantus 74 seiner Pisaner Gesänge. Michael Unterguggenneder, der bis heute der berühmteste Bürger der kleinen Tiroler Gemeinde Wörgl ist, gelegen im Inntal, auf dem Weg zwischen Rosenheim und Innsbruck. Auf dem dunkelblauen Tuch, das Unterguggenberger Sarg bedeckte und das die Witwe extra für diesen Anlass genäht hatte, war dreimal der Buchstabe F eingestickt, in Gruß, für Freiland, Festwährung und für Freigeld. Das Freigeld von Wörgl. Symbol der Vita dieses Mannes und Kern jener außergewöhnlichen Geschichte, die sich 1932 in dieser Stadt ereignete. Damals, während der Weltwirtschaftskrise, die im Oktober 1929 an der New Yorker Börse ihren Anfang genommen hatte, am legendären Schwarzen Freitag. Und kurz bevor ein Hitler als Folge dieser Krise an die Macht kam. Auch in Wörgl eine katastrophal hohe Arbeitslosenquote, die Gemeinde verarmt, der allgemeine wirtschaftliche Niedergang, die Schließung aller Industriebetriebe. Eine Zuckerfabrik, das Zementwerk, die Brauerei. Alle geschlossen. Das Erwerbsleben zu völligem Stillstand gekommen. Um das Unheil zu überwinden, das nicht nur auf Österreich lastete, sondern genauso auf Deutschland und der ganzen westlichen Welt, versuchte Michael Unterguggenberger einen neuen Weg zu beschreiten. Einen einzigartigen, wie wir heute wissen. Anhand der schriftlichen und mündlichen Überlieferung, anhand der Dokumente aus jener Zeit, gesammelt im örtlichen Museum, wie auch im Gemeindearchiv, kann man sich heute ein Bild davon machen, wie es damals war. Mein
Großvater arbeitete im Eisenbahnknotenpunkt Wörgl, wo sich die Strecke von München mit der aus Salzburg über Kitzbühel vereinigt, als Assistent im Stellwerk. So wie Unterguckenberger ursprünglich auch Eisenbahner war, Lokführer, stationiert in Wörgl. Mein Großvater wurde schon 1931 arbeitslos, gerade 2 Jahre verheiratet, das erste Kind unterwegs, nach 12 Monaten Arbeitslosenhilfe, die von der Gemeinde getragen wurde, ausgesteuert, wie man das nannte. Da gab es dann überhaupt nichts mehr. Das Schlimmste war wohl, was man als Deflation bezeichnete. Richtig. Die Leute gaben nichts mehr aus, weil sie nichts zum Ausgeben hatten. Das griff wie eine Seuche um sich. Weil die Geschäfte kaum etwas verkauften, mussten sie mit den Preisen runtergehen. Das Resultat? Die Leute warteten immer länger mit dem Geld ausgeben, weil alles ja bald noch billiger werden könnte. Ein Teufelskreis. Der Absatz geht zurück im Handel, im Gewerbe, in der Industrie. Am Ende über 20% Arbeitslose. Eine Abwärtsspirale ohne Ende. Und kein soziales Netz, wie man es heute kennt. Das einzige Guthaben der Gemeinde, die Steuerschulden der Bürger, auf dem Papier. Da trat Unterguckenberger auf den Plan. Der war seit einem Jahr Bürgermeister, auf der Liste der Sozialistischen Partei. Ein belesener Mann, der sich aus kleinsten Verhältnissen hochgearbeitet hatte. Mechanikerlehre, die er damals um 1900 noch selbst bezahlen musste, dann zur Bahn. Und über die Tätigkeit in der Gewerkschaft in die Kommunalpolitik. Seine These, man muss die Leute dazu bringen, ihr Geld nicht nur wieder auszugeben, sondern das möglichst schnell zu tun. Man muss das Geld wieder laufen lehren, sagte er. Aber es herrschte doch gerade Mangel an Geld. Man musste Geld schaffen. Eine neue Art Geld. Notgeld? Wie während der schlimmsten Phase der Inflation? Eben nicht. Man musste etwas schaffen, das die Menschen als Wertausgleich akzeptieren. Für geleistete Arbeit, die von der Gemeinde vergeben wurde und womit sie ihre Bediensteten, ihre Lieferanten und all diejenigen bezahlte, die in ihrem Auftrag Notarbeiten verrichteten. Das nannten die Leute Schwundgeld. Sie nannten es so. Um Geld heißen durfte, um keine irrigen Assoziationen zu wecken, um also diesem Geld auf die Sprünge zu helfen, um den Anreiz zu erhöhen, es so schnell wie möglich wieder auszugeben und damit die Zirkulation zu beschleunigen, verfiel Unterguckenberger auf die Idee, besser gesagt, er griff auf die nationalökonomische Theorie eines Mannes zurück, der heute als Prophet eines dritten Weges zwischen Sozialismus und Kapitalismus gilt. Studieren wir das Protokoll jener legendären Gemeinderatssitzung vom Juli 1932, auf der Unterguckenberger seinen Plan erläuterte und um die Zustimmung des 32 Mitglieder verschiedener Parteien umfassenden Gemeinderats war. Während dem Krieg, wie ich im Feld gelegen bin, ist mir eine volkswirtschaftliche Schrift in die Hand gekommen, von einem gewissen Silvio Gesell.